Heute wollen wir uns nochmal mit einem fest eingebauten Gastank im Wohnmobil beschäftigen. Wir haben den jetzt knapp 3 Jahre eingebaut und in Benutzung. Und was es da alles zu beachten gibt und welche Vor- und Nachteile das Ganze hat, das kommt nach dem Intro. Hallo, liebe Wohnmobilfahrerinnen und Wohnmobilfahrer. Heute wird nicht gegendert. Also, wir sind jetzt im Schwarzwald und es stürmt draußen. Das ist eine gute Gelegenheit, an den Gastank zu denken. Denn wenn man es kuschelig warm haben will im Wohnmobil, dann bietet sich natürlich eine Gasheizung an, die wir eingebaut haben und die meisten von euch vermutlich auch. Die Gasheizung wird betrieben mit 2 Gasflaschen, üblicherweise mit 2 11-Kilo-Gasflaschen, die im Winter relativ schnell leer sind und die dann auch immer mühsam zum Tauschen sind, weil man braucht einen Baumarkt, wenn man unterwegs ist, oder Tankstelle. Und dann gibt es verschiedene Flaschensysteme und das ist einer der Gründe gewesen, warum wir gesagt haben, wir holen uns einen Gastank. Also handelsüblich werden diese Gastanks verbaut, wie sie eben Platz unter dem Wohnmobil finden. Es gibt die 50 Liter Variante und die 70 Liter Variante. Bei uns hat nur Platz vorhanden gewesen für die 50 Liter Variante und 50 Liter Gastank entspricht ungefähr 2 11-Kilo Gasflaschen. Entsprechend lang hält es, also im Winter, wenn man den ganzen Tag und die ganze Nacht heizt, dann ungefähr 4 bis 5 Tage, vielleicht auch 6, wenn man ein bisschen Spaß haben damit umgeht. Im Sommer dann natürlich weitaus mehr. Es gibt verschiedene Apps, bei denen man nachschauen kann, wo es dieses LPG-Gas zum Tanken gibt. Wir benutzen die mylpg.eu, diese App. Und da sieht man jetzt, wir sind im Schwarzwald bei Sasbach-Walden. Und hier gibt es etliche Gastankstellen, sogar deutlich günstiger als da, wo wir zuletzt eingetankt haben. Aber gut, das ist nicht das Wesentliche, der Preis. Das Wesentliche ist eigentlich, wie praktikabel das Ganze ist. Und es ist wesentlich einfacher, diesen Tank mal schnell voll zu machen, weil es an jeder Ecke im Prinzip LPG gibt, zumindest in Deutschland. In Spanien hat man auch gut LPG-Zugang. Und in den Nordländern, also Norwegen und so weiter, da soll es dann etwas schwieriger sein. Aber damit setzen wir uns auseinander, wenn wir in Urlaub fahren. Man kann das Ganze nachschauen. Hier in Deutschland ist die Versorgung gut. Um das LPG in den Tank reinzubekommen, benötigt man einen Adapter, und zwar einen von diesen 4. Die bekommt man beim Einbau mit. Und man bekommt auch eine Beschreibung, welche für welches Land gilt. In manchen Ländern ist es dann auch unterschiedlich von Tankstelle zu Tankstelle. In Deutschland ist es dieser Adapter. Und in Spanien zum Beispiel ist es dieser. Wie wir nach Spanien gereist sind, wussten wir auch nicht, welcher Adapter jetzt da notwendig ist. Da hätte ich erst nachschauen müssen, hätte ich auch nachschauen können. Aber der einfachere Weg ist, man fragt den freundlichen Tankwart und er sagt einem dann, welchen Adapter man benötigt. Also alles kein Problem. Da dieses LPG aber eigentlich zum Autofahren gedacht ist, bringt es ein Problem mit sich. Und zwar enthält dieses, je nachdem, was für ein Mischungsverhältnis man ist, zwischen Propan- und Butangas, je nachdem, ob es Sommergas oder Wintergas ist, weil ein Gasteil hat einen anderen Gefrierpunkt als der andere. Und wenn es dann draußen kalt wird, dann könnte es sein, dass der Gasfluss nicht mehr funktioniert. LPG ist ein Autogas, das heißt, damit werden Fahrzeuge betrieben. Und das heißt wiederum, dass da ein Schmiermittel ganz hilfreich ist. Deswegen sind die teilweise mit Paraffine versetzt. Und die Paraffine, die machen natürlich keinen guten Job in unseren Heizungssystemen oder beim Kühlschrank. Beim Kochen machen sie wenig aus. Wir haben eigentlich bis jetzt, was wir das als Laie beurteilen können, immer ganz gutes Gas getankt. Bis auf einmal, da waren wir in Rendsburg am Nordostseekanal. Da haben wir ein
Gas getankt und da habe ich gesehen schon, dass die Flamme ganz anders ist. Ich gehe davon aus, das war ein richtig schlechtes Gas, was dann eben viel von diesen Paraffine enthalten hat. Damit man Herr über die Paraffine wird, die also wie gesagt Verstopfungen an den Düsen verursachen können, gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich die eine Möglichkeit ist, dass man dieses Teil hier, diesen Einfüllstutzen, diesen deutschen, ersetzt durch diesen. Der hat nämlich hier einen Keramikfilter. Wird auch von vielen Herstellern, die bauseits bereits Wohnmobile mit Gastank anbieten, empfohlen zu verwenden. Hier wird angeblich das Gas etwas gereinigt, aber wie man dann diesen verstopften Filter sauber macht, das ist mir selber schleierhaft. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht muss man das da aufschrauben und das dann nochmal reinigen. Ich habe schon mehrfach nachgefragt und keine kompetente, eindeutige Antwort bekommen. Dann gibt es die zweite Reinigungsvariante, die an jedem Gastank vorhanden ist. Und zwar ist es dieser kleine Filter, der ist direkt am Gastank verbaut und sollte eigentlich auch immer, wenn man die Gasprüfung macht, mitgetauscht werden. Hat mal um die 25 Euro gekostet. Jetzt kostet er über 30 Euro und den habe ich mir zuschicken lassen von der Firma Winnengas. Da hat er jetzt über 30 Euro gekostet. Er ist ausgetauscht worden und wenn man daran riecht, dann merkt man schon, der stinkt ein bisschen, ja, so wie Paraffin, also wie Schmierstoffe. Aber er ist nicht sonderlich schlimm. Jetzt muss ich mal schauen, vielleicht kann man den reinigen und dann kann man noch mal einsetzen. Aber besser ist wahrscheinlich, man kauft sich einen neuen und setzt ihn wieder ein. Der wird unten am Gastank, da gibt es einen kleinen Schlüssel dafür, der wird aufgesperrt und dann wird der alte Filter rausgenommen und dann kommt der Ersatzfilter rein. Und das Ganze ist dann wieder gereinigt. Wir haben bis jetzt eigentlich noch kein Problem gehabt, weder mit Kühlschrank noch mit sonst was. Wer von euch das anschaut und auch so einen Gastank hat, die Erfahrungswerte würden mich brennend interessieren. Denn man bekommt sehr wenig Erfahrungsberichte, auch von den Einbaufirmen, die widersprechen sich dann auch teilweise. Der Tankvorgang funktioniert normalerweise eigentlich recht gut. In Spanien ist wieder ein bisschen anders, aber es gibt dann immer einen freundlichen Tankwart, der einen da zur Seite steht. Man sollte aber beachten, und da bin ich auch bei meinem letzten Video darauf aufmerksam gemacht worden, dass man sich solche Handschuhe kauft. Denn dieses Gas ist mitunter kälter als 40 Grad, also 40 Grad minus. Und wenn man da was auf die Finger bekommt, dann kann es unter Umständen auch gesundheitliche Schäden hinterlassen. Also, es ist auch schon mal eine Dichtung bei mir nicht ganz richtig festgesessen, sodass der Gas ausgeströmt ist. Und wenn ich da meine Finger hingehalten hätte, das wäre sicherlich nicht gesund gewesen. Das empfehle ich auf jeden Fall, dass man sich solche Gashandschuhe zulegt und an das Gas nur mit diesen Handschuhen rangeht, so wie ich euch das hier zeige. Es gibt dann noch eine Tankuhr, die ihr jetzt seht, ist im Moment der Tank voll gefüllt. Die Funktion dieser Tankuhr ist nicht sehr exakt. Wenn der Tank langsam leer wird, dann wird dieser grüne Balken natürlich kleiner und schaltet dann auf Rot um. Wir hatten das schon häufig gehabt und dann hat man festgestellt, dass eigentlich immer noch ein Drittel Tankfüllung im Tank gewesen ist. Wir hatten aber auch schon den Fall, dass die Tankuhr ganz versagt hat. Das ist einfach ein magnetischer Mechanismus. Das Gegenstück zu dieser Tankuhr ist am Tank angebracht und funktioniert nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Also man entwickelt ein Gefühl, wann man wieder tanken sollte. Wir tanken halt immer von Zeit zu Zeit und vor allen Dingen, wenn wir Diesel tanken, dann holen wir auch gleich LPG dazu und somit haben wir meistens Tankvorgänge mit so 20, 25 Liter, also mehr tanken wir eigentlich nicht. Dann wurde uns dringend geraten, eine Tankheizung einzubauen. Das heißt, weil das Gas hier relativ kalt ist, beziehungsweise weil das Gas einen anderen Gefrierpunkt hat,
Wenn also außen minus 10 Grad sind, dann kann es sein, dass das Gas nicht mehr läuft, weil es einfach stockig wird. Es ist dann zu kalt. Und deswegen soll man sich diese Gasheizung oder diese Tankheizung einbauen. Hat um die 150 Euro gekostet. Und das haben wir dann gesagt, okay, dann kommt es dann da auch nicht mehr drauf an, haben es uns einbauen lassen. Und da können wir eigentlich nur berichten, lasst es sein, spart euch die 150 Euro und geht dafür zum Essen. Der Grund ist folgender, diese Gasheizung, erstens haben wir sie noch nie gebraucht, also bei uns ist das Gas immer gelaufen, auch bei minus 10 Grad, weil es ist dann auch ein Binder-LPG, was frostunempfindlicher ist. Und zum Zweiten haben wir einmal bei minus 10 Grad diese Tankheizung angemacht und am nächsten Tag sind wir aufgestanden. Da war es eiskalt im Fahrzeug, weil auch die alte Heizung ausgefallen ist. Es ging kein Licht mehr an. Sprich, diese Tankheizung, die hat die ganze Batterie über Nacht leer gezogen. Also eine absolute sinnlose Geldausgabe, weil die so viel Strom zieht. So hat uns das dann auch der Einbauer bestätigt, ja, dass man die über Nacht gar nicht anmachen kann. Man kann sie maximal anmachen, wenn das Gas versottet ist. Dann kann man es anmachen und kann es dann wieder etwas beweglicher machen, das Gas. Aber wir hatten noch nie den Fall, dass wir diese Heizung benötigt hätten. Ist unnötig aus meiner Sicht. Es gibt ja bei der Alte bzw. bei der Truma Heizung gibt es ja diesen Duo-Control. Diesen Duo-Control, der ist bei uns ausgeschaltet. Wir haben einen Abzweig von unserer ganz normalen Gasanlage, an der auch immer noch zwei Gasflaschen dranhängen. Und dieser Abzweig ist auf Gastank gestellt. Und deswegen benötigen wir auch diesen Crash-Sensor von Truma nicht. Und wir benötigen auch im Prinzip die ganze Duo-Control nicht, denn die Gasflaschen hängen gar nicht mehr bei uns am verwendeten Gassystem. Erst wenn wir sagen, den Schalter umlegen auf das Gasflaschensystem, erst dann können wir die Duo-Control wieder verwenden und auch einschalten. Crash-Gefahr sehen wir beim Gastank nicht, wenn was passiert, aber wir wissen nicht, wo der Crash-Sensor sitzt, falls überhaupt einer vorhanden ist. Falls es notwendig ist, vermutlich nicht, denn es ist ja ein normaler Gastank, wie er auch in Autos eingebaut wird. Also da sollte ein Crash-Sensor auf jeden Fall vorhanden sein oder nicht benötigt werden. Auch da, wenn ihr Informationen habt, würde uns das natürlich auch sehr interessieren. So, und jetzt abschließend möchte ich nochmal zum Gasfilter zurückkommen. Ich habe ganz zufällig von der Firma Truma gesehen, dass die haben ja jetzt ein ganz neues Gasfiltersystem für ihre Gasflaschen. Und mir wurde von der Firma Truma gesagt, dass die Gasflaschen mittlerweile gefiltert werden sollten, weil es viele Zeitgenossen gibt, die diese Leihflaschen nehmen und wenn sie leer sind, fahren sie irgendwo hin an eine Bezugsquelle und setzen da einen Adapter drauf und befüllen diese Flaschen erneut und mit LPG. Und wie ich ja schon gesagt habe, im LPG sind Paraffine, also Schmiermittel, und die verschmutzen dann diese Gasflaschen. Deswegen hat die Firma Truma ausgelobt, dass man ein Filtersystem einbauen muss. Ist auch in allen modernen Wohnmobilen drinnen. Ich glaube ab 2020. In den Wohnmobilen, in denen es noch nicht drin ist, da gibt es jetzt diesen Filter zum zusätzlich kaufen. Den kann man vor den Gasflaschen, also vor dem Regler, vor dem Gasregler einbauen. Ich habe dann nachgefragt bei einem Händler, ob ich den für mein Gastanksystem auch nachrüsten kann. Und da ist mir die Auskunft gegeben worden, nein, da passen die Anschlüsse nicht. Also das ist schade, weil ich finde, das ist einfach eine gute Sache, wenn man diese Plättchenregler, also die haben so Filterplättchen, die sind wesentlich kostengünstiger als dieses Teil, was ich hier habe. Und natürlich auch wesentlich leichter zu bedienen und auszutauschen. So, das sind alle Informationen, die ich zu diesem Gastank geben wollte. Ich persönlich kann sagen, also beide, also Ursi und ich, wir schätzen unseren Gastank sehr. Wir würden uns den jederzeit wieder einbauen lassen. Und wir halten das einfach gut, mit LPG das zu betanken. Es gibt dann Spezialtankstellen,
Die sind rein für Gastanks, aber die sind sehr schwierig ausfindig zu machen, vor allem wenn man unterwegs ist. Bei der Firma Goldschmidt zum Beispiel ist so ein Gastank, das ist dann reines Gas und was natürlich auch wesentlich freudiger zum Verwenden ist und auch besser geeignet ist. Aber mit dem LPG sind wir bis jetzt sehr gut zurechtgekommen und haben auch immer sofort eine Tankstelle gefunden, wenn wir gedacht haben, wir müssen jetzt danach tanken. Wenn ihr Informationen oder hilfreiche, ja, Erfahrungen habt, dann teilt die gerne mit auf unseren Kanal. Vielleicht mache ich dann noch mal ein Video. Ich habe schon mal zwei Videos dazu gedreht. Wer ergänzendes Wissen dazu haben möchte, der kann dann sich die gerne anschauen. Ich verlinke die hier mal mit rein. Und ansonsten, ja, das war wieder aus unserer Rubrik. Wir haben zwar keine Ahnung, aber erklären die Dinge trotzdem ganz gern. Und ich hoffe, in dem Sinne könnt ihr damit auch dann was anfangen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und wenn ihr öfters mal von uns die Meinung hören wollt, dann abonniert unseren Kanal. Ciao.